Ja. You drove about 3 hours from Bremen today to come here. Yeah, it was a long way. A lot of problems on the motorway as well. Yeah, terrible. Sie ist heute Morgen aus Bremen gekommen, speziell hier für Hollymund. Kim, it's 9 years ago that you had a lot of success with Kids of America. Yeah. And in the meantime, your life changed a lot of success all over the world. Sie hat einen großen Erfolg seit 9 Jahren über den ganzen Welt. You have a family which is very, very popular in music business, isn't it? Well, yeah, I mean, pretty much all my family are in the music business one way or the other, except my little brother and my little sister. But, yeah. Also, ihre ganze Familie arbeitet mit, ihr Bruder Ricky, I think your brother had... Yeah, Ricky co-writes most of my material with me and he produces my records. Yeah, ist Producer ihrer Platten, and your father was a very famous singer or yeah. musician. Well, yeah, he's always co-written a lot of my hits. He co-wrote Four Letter Word and Love in the Natural Way and all the early hits, so... He still does more shows than I do, actually. Yeah. Also, ihr Vater tritt noch immer mehr auf wie Sie. Muss man sich vorstellen, wie viel der Vater auftreten soll. Also, Kim, you made a record, Close was the yeah. album, and it had a lot of success. You sold 2 million of records of that. Yeah. Do you think you made a new album? Is this going to be as much success over the whole world? I hope so. Also, meine Damen und Herren, also diese zwei Nummern, die Sie heute bei uns in der Sendung singt, die sind schon aus diesem neuen Album. Kim, by this success, did you came in a kind of isolation, or how did it change your life in these last 9 years? I think when I first became famous, I found it much more difficult to deal with than now. I enjoy being famous much more now than I did when I first began. I feel more natural and more confident now. Yeah. Sie fühlt sich eben jetzt viel wohler in der Rolle als großer Star, wie sie das vor 9 Jahren fühlte, weil sie is grown up, I think. Huh? Erwachsen. A little bit, yeah. Maybe. Thank you very much, Kim. We see you later on with another title you of will. Your new record. Yeah. Thank you very much. Thank Kim you. Wilde. Wir werden Kim Wilde in dieser Sendung nochmal hören, also tolle Voraussichten. Und jetzt mal Kim Wilde und sie singt It's Here, Kim Wilde. Bye.
Okay. Thank you very much. Und wir möchten jetzt noch mal gerne alle Gäste, die heute an der Hollymund-Sendung mitgemacht haben, hier auf der Bühne haben. Die Tür geht auf und durch die Tür kommen noch mal Eberhard Feig. Da ist er, Herr Egeler, Egon Heugen. Kommen Sie dazu, Herr Schenk. Und der Fanclub und natürlich unsere Clowns und Jubi Firth. So, und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Nächste Woche, gleiche Uhrzeit. Wieder Hollymund, herzlichen Dank. Tschüss, bis nächste Woche.